Dollar Swing. Hey, what's up? You find smoke? After we jumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. All right, I'll get you and then we'll roll over there. So, und auch von mir aus ein allerletztes Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Wir schauen mal eben kurz drauf. 99,47% bei einer Gesamtspielzeit von 40 Stunden 2. Es wird zu Ende gehen mit diesem Video, mit diesem Part Nummer 70. Wird dieses Projekt zu Ende gehen. Ich hab's im Schnelldurchgang durchgespult. Quasi, weil ich das Spiel so in- und auswendig kenne, quasi wie kein anderes. Aufnahmedatum ist 18. Dezember. Ich scheiß jetzt auf das Viertel, das da angegriffen wird. Ich werde nochmals zur Sicherheit. Falls irgendwas schief läuft. Falls die PlayStation 3 abschmiert oder sowas, werde ich jetzt beide Spielstände, die ich da habe, in Beschlag nehmen und abspeichern. Denn wir stehen vor der letzten Story-Mission. Wir haben alles gemacht, was es zu tun gibt in San Andreas. Wir haben die Nebenmission vor einer langen Zeit schon alle abgeschlossen. Nun geht es los. Wir wissen, wo Big Smoke ist. Nun wird er bezahlen. End of the line. What's up? It's time for smoke. All right, let's roll. The Johnson brothers finna take that fat fool down. I am strapped. I'm still for my food. You sure he in East Los Santos? Yeah, right on the edge of Los Flores. Some old apartments and the warehouse. He as good as dead, then. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. So this is it, huh? Johnson boy sorting shit out. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Me too. Move out of the way! Look, I know you down for this. But I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Jetzt habe ich niemals geguckt, ob ich überhaupt alles voll habe. Es gibt viele Wachleute in der Crackfestung. Es führt nur ein Weg hinein, aber wegen der Unruhen ist die Tür verschlossen. An diesem gesicherten Eingang führt nur ein Weg vorbei. Einrammen. Ein schweres Fahrzeug, wie etwa ein Zollpanzer, kann den Eingang ohne weiteres einrahmen. Das ist das einzige Mal, wo dieser SWAT-Panzer zum Einsatz kommt. Mir fällt übrigens gerade auf, wir haben keine Sicherheitsweste, ne? Oh man, okay, dann müssen wir so vorsichtig wie ihr und hier durchgehen. Oder die Feds machen uns die ganzen Anstalten kaputt, so rein in den SWAT-Panzer, aber ganz schnell. Ran den Eingang zu Big Smokes Crackfestung ein. Mit diesem SWAT-Panzer. So. Das war mal eine Wand.
Okay, rein. Wir sind in Smokes Crackpalast. Wir können nach der Story auch hier immer noch rein. Stockwerk 1, Sicherheitsbereich. Dort oben sehen wir schon Ballers Head. Der stirbt. Noch ist er nicht. Smoke ist im obersten Stockwerk. Wir müssen durch 3 Etagen durch. Da sehe ich einen Arm. Stirb. Stirb. So, da drüben ist definitiv eine Panzerung. So, Ballers und Vagos arbeiten hier komischerweise zusammen. Sind die doch nicht so stark verfeindet, wie ich dachte, oder? Ja, wurscht, wir sind hier hinten. Wir haben mehr als genug Munition. Mit den 2500 Schuss, die wir in der AK-47 drin haben. Und noch die etwas weitere über 5000 in der SMG. 6000 Schuss sogar. Das wird uns definitiv nicht ausgehen. Wir werden so durchkommen. Wenn ich jetzt noch so ein Heart-Icon finde, dann wäre es wie Weihnachten. Oh, dieser scheiß Husten geht mir so auf den Sack. So, hier liegt noch eine automatische Schrotflinte und die Gesundheit ist wieder gefüllt. Sehr gut. Stockwerk 2. Drogenlabor. Bahne dir einen Weg ins dritte Stockwerk. Hier können wir auch nochmal die Schutzweste aufsammeln. Nehmen wir hier die M4. Mehr Schuss. Na, you're dead. Gut. Alles und jeden zerstören. Selbst die sind bewaffnet, Alter. Smoke muss ja wirklich durchgedreht sein. Ansonsten hätte er sein Wachpersonal, auch sein Drogenlabor, alles nicht so viel. Ich wollte schon sagen. Jetzt bleibt er dort hängen. Gut, wir können hoch. Hier können wir nicht durch. Wir müssen einmal komplett außen rumlaufen. Das war ein Explosivfass, das ich da mitgenommen habe. Ihr seht, ich kann durch die Flammen rennen, ich kann in Brand stehen. Es geht nichts von der Gesundheit weg. Wir sind absolut feuerfest. Stockwerk 3. Die Ballers Lounge. Bahne dir einen Weg ins vierte Stockwerk. So. Fuck off. So, hinter uns ist auch noch jemand. Hier sehen wir Big Smoke in der Beta-Fassung. Die Statue hier hatte mit seinem Beta-Aussehen. Perfekt. So, ich glaube, wir können hier auch hier noch rein. Automatische Schrotflint-Skill hier drin ist auch nochmal eine Panzerung. Perfekt. Die Stripperin lasse ich tanzen. Ups. Aber nicht alle. Schnapp dir Big Smoke. Ist es soweit, Freunde. Hey, Smoke. Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass.
Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. And fuck Tenpenny, and fuck his Polish lapdog, and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had... I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. You wearing body armor, Smoke? Man, I'm disappointed. I thought you was gangster. Hey, I'm a motherfucking celebrity. All kinds of crazy cats out there want a piece of me. Somebody save the Smoke. Shoot him. Help me. Ja. Ich werde dich zum Schlafen bringen, Big Smoke. Komm schon her. Big Smoke, your history. Du bist Geschichte. Hey Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Ah, oh, damn, man. What a waste. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. Kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back. Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? It ain't over, Carl. It ain't over. Da habt ihr mal gesehen, wie mega asynchron das war. Tenpenny hat eine Explosion ausgelöst. Die Beleuchtung im Gebäude ist ausgefallen. Jetzt brett ab. Du musst schnell hier raus. Du hast das Nachtsichtgerät von Big Smoke eingesammelt. Benutze es, um im Dunkeln zu sehen und das Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen. Dem kommen wir noch gleich nach, wa? So, Big Smoke ist Geschichte, das ist Punkt 1 in dieser Mission. Big Smoke, der uns ja so elendig verraten hat. Des Geldes wegen. Mit Tenpenny zusammenarbeiten. Den ganzen Drogen und all that shit. Diese Etage steht in Brand. Benutze einen Feuerlöscher, um hier rauszukommen. Leute, ich brauche gar keinen Feuerlöscher. Sowas ist in meinem Fortschritt nicht drin. Ich
kann abbrennen wie keine Ahnung was. Ich krieg trotzdem kein Leben abgezogen. Feuerwehrwagen-Mission. Level 12, meine Freunde. Das ist der Vorteil daran. Deswegen kann ich da so durchhuschen. Ah, hier. Nehmen wir. Braucht das eigentlich gar nicht. Kann so gut sehen. Obwohl, vielleicht sollte ich doch lieber. Das wäre wahrscheinlich dann doch nicht so verkehrt. Das haben wir alles? Nee, ich höre noch irgendwo Gunshots. Da oben. Ich glaube, das war alles hier auf dieser Etage. Und wenn schon. Hinter uns ist nichts mehr. Außer nur noch eine Bulletproof Vest. Ich rate immer wieder mal aufzufrischen. So, wir sind draußen. Wir sind schon mal aus dem Crackpalast draußen, aber aus dem Haus, das ja jetzt komplett einsturzgefährdet ist, sind wir noch gar nicht draußen. Das soll sich aber jetzt ändern. Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you've done. Sweet, no! Teil 3. Folge Tenpenny und sorge dafür, dass Sweet nichts passiert. Bleib dicht am Feuerwehrwagen dran und lass dich von Tenpenny nicht abhängen. Hang on, Sweet! Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Hoffen wir es mal, dass alles gut geht. Ah, die schmeißen auch mit Molotovs, okay. Whoopi! Zum Glück, dass die Karre nicht so schnell Feuer fangen kann. Und sonst hätten wir doch richtig arge Probleme. Ich kann jetzt leider nicht zu Tenpenny vorstoßen und auf den Feuerwehrwagen schießen. Das wollen wir ja nicht. Da fährt ja einmal komplett durch ganz Los Santos, der Wichser. Ah, come on. Okay, da steht einer auf dem Feuerwehrwagen. Auf Wiedersehen. Auf die Gleise. Ihr seht, es ist so eingestellt, dass Tenpenny immer einen Schritt vor euch raus, voraus ist. Okay, wir sind auf dem Highway. Kommt jemand ausgestiegen? Da kommt jemand ausgestiegen.
John. Ja, da wollte der Wichser Sweet einfach mal auf die Hände treten, damit er runterfällt und von uns dann überfahren wird. Definitely is payback time. Los geht's. Und jetzt ist auch das Auto vulnerable. So, der Typ hängt jetzt erstmal da tot auf die... Ist das verkeilt? Okay. Sweet sagt, watch our six. Alles klar. Erste Police Car ist am Brennen. Wahllos, nicht nur die Polizei hat uns auf dem Kicker, sondern jede verschissene Gang in Los Santos, auch die, ja, die Baller so oder so, aber jetzt auch die Vagos mehr. Na komm schon. Auto hat noch guten Schaden, beziehungsweise ist noch besser ein Schuss. Es geht auch schlechter. Komm schon, CJ. One down. Den Bikes. Erstmal auf den Bikes. Die haben zwar einen Platten, aber können trotzdem so gut fahren. Tempen ist jetzt nur noch alleine. So hin. Vor uns, ja? Ja, vor uns. Ja, die haben aber komplett das RSPD. That was nice. Ja. Jetzt wird's kritisch. So langsam. Da vorne das Auto noch. Nu. Jawohl. Tembeni verliert die Kontrolle. Okay. I took the trash out. I did.
And I do it all again. Don't. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. Far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah, no, I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Oh, that's not fucking local, is it? Choke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue in my nose? It won't stop running. Is that anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Das war's. Leute, wir haben es geschafft. Noch ist die Platin-Trophäe nicht erreicht. Dafür müssen wir erstmal die Credits durchlaufen lassen. Ihr seht da oben den Haken, oben rechts. Womit wir die Credits überspringen können. Aber hey, wir überspringen keine Credits. Wir lassen sie einfach schön durchlaufen. Leute, wir haben es geschafft. Let's play Grand Theft Auto San Andreas. Wie haben wir angefangen? Kamen zurück. Uns wurde ein Mord angehängt von Tenpenny und Pulaski, Officer Ralph Pendlebury. Haben wir so ein paar Aufträge erledigt, einfach so, um die Grove Street wieder auf die Map, auf Los Santos wieder drauf zu richten, zu sagen, hey, Grove Street is back. Und das stärker denn je. Dann gab es einen Pakt mit dem Teufel, den Big Smoke. Und Ryder geschlossen haben mit Tenpenny und Pulaski, Loco Syndicate und das alles. Das Loco Syndicate in San Fierro mit Ryder und alles. Wahrscheinlich eine Unterkategorie von Big Smoke, sein Drogenimperium. Wir haben rausgefunden, dass Big Smoke Ryder uns verraten haben. Und sie unter anderem mitverantwortlich sind für den Tode von Beverly Johnson. Sie waren zwar nicht aktiv mit dabei, aber sie haben eine Bande Ballers auf den Hals gesetzt, um CJ zurück nach Los Santos zu locken. Hat ganz gut geklappt. Wir haben ein neues Leben angefangen in San Fierro, nachdem wir ins Exil geschickt wurden von Crash. Und Sweet saß für eine lange, lange Zeit im Gefängnis.
haben eine Werkstatt aufgemacht in San Fierro, haben dort Dinger gedreht, Loco Syndicate kennengelernt und gleichzeitig von der Bildfläche verschwinden lassen. Jizzy B, T-Bone Mendez und auch Ryder, Lance Ryder Wilson. Dann gingen wir nach Las Venturas, wo uns Woozy einen Anteil ans Casino, an das Four Dragons Casino, uns angeboten hat, das wir natürlich angenommen haben. Zudem haben wir noch das feindliche Caligula's Casino überfallen. Hatten auch noch einen kurzen Abstecher nach St. Mark's in Liberty City gemacht, dann kamen wir zurück. Wir haben sehr viel zu tun. Wie Kendall schon gesagt hat, Probleme in Venturas, Probleme in Fierro. Dann haben wir noch das Rap-Business, Mad Dogs Manager sind wir dann. Torino hat dafür gesorgt, dass Sweet wieder aus dem Knast kommt. Und ja, Crash is no more. Crash ist nicht mehr. Pulaski ist tot, Hernandez ist tot. Und was das Wichtigste ist, Tempani ist tot. Und hier seht ihr gerade die Voice-Over-Actors, da waren schon einige Hochkaräter mit bei, wie zum Beispiel Ice-T, MC8, Samuel L. Jackson, Officer Hernandez, Charlie Murphy, der Bruder von Eddie Murphy, James Woods, Mike Torino, KDST DJ, Axl Rose von Guns N' Roses unter anderem auch. Wo ich das gelesen habe, habe ich erst nicht gedacht, dass das Axl Rose ist. Man kennt ihn ja mit einer etwas anderen Stimme, wenn man sich Tracks von Guns N' Roses anhört. Ja, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben die 100% abgeschlossen. Aber wie gesagt, noch sind die 100% nicht erreicht und damit auch die Platin-Trophäe. Aber nachdem die Credits abgelaufen sind, nachdem die Credits durchgelaufen sind, haben wir nicht nur die Trophäe mit den Credits, wir haben gerade eben die Trophäe von End of the Line bekommen, dann die Platin-Trophäe und mein Vorhaben ist erfüllt. Und es ist nicht besser, man kann nicht besser abtreten als Let's Player, als mit einer Platin-Trophäe. Gibt es überhaupt Platinum-Runs auf YouTube? Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich sogar einen neuen Trend gesetzt. Vielleicht machen es mehr Leute nachher, wenn es das noch nicht gibt. Werde ich noch weiter Videos machen? Das steht außer Frage. Ich werde weiterhin Videos machen, aber in Sachen Let's Plays wird das vorerst das letzte sein, was ihr von mir hören werdet. Und nun kommen wir zu den Schlussworten von meiner Seite aus. Ich hoffe inständig, dass es euch gefallen hat. San Andreas ist mit das meist Let's Playte Spiel auf YouTube. Gehört auf jeden Fall zu den 3, 4, 5 meist gespielten Projekten, meist gesehenen Let's Plays. Nach Minecraft und GTA 5 kommen auch noch dazu. Ich habe eigentlich mich gewehrt gegen Grand Theft Auto San Andreas, aber dadurch, dass die PlayStation-Version rauskam, die auf der PlayStation 3, dieses Android-Version, diese Android-Version, die auf der PlayStation 3 nochmal rauskam, mit Trophäen, mit einer Platin-Trophäe, das hat mich nochmal dazu bewegt, dieses Let's Play dann doch anzugreifen, aufzugreifen. Und die Credits, sie sind durchgelaufen. Vorbei ist es. 100% erreicht. Statistikwerte und Barvermögen wurden erhöht. Rhino und Hydra an CJs Haus in Grove Street angeliefert und da sehen wir der Schlüssel zu San Andreas. Hey, what's up?
Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! 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 Catalina! You're sick! Get help! And you, Carl, you are jealous! Eifersüchtig? Nie im Leben bin ich eifersüchtig, Mensch! Na, egal! 100%! Wir schauen noch einmal drauf auf die komplette Gesamtstatistik. Und Leute, ich hatte ja gesagt, dass ich die Story in 40 Stunden, komplett die 100% in 40 Stunden 50 erreicht habe. Ich habe sie unterboten. Um 20 Minuten. Technisch gesehen nicht, wegen der einen Trophäe Wiederholungstäter. Was kriegt man als 100% Bonus? Man kriegt einmal. Einmalig 1 Million Dollar. Hier oben seht ihr die Hydra auf Sweets Haus. Und unter dieser Brücke seht ihr den Rhino-Panzer. Jetzt synchronisieren wir noch einmal die Trophäen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Auch wenn einige Parts in Deutschland weggeblockt worden sind. Ich sage immer, guckt es euch mit ProxTube an. Wir schauen uns jetzt noch einmal an. Synchronisier. Platin-Trophäe Nummer 6. Auf diesem Account, oder haben wir es offiziell? 100% Platin Grand Theft Auto San Andreas. Und damit sage ich auch zum vorläufig letzten Mal Tschüss. See y'all. Und mit etwas Glück bis zum nächsten Mal.